Jede Folge ein neuer Streifzug durch die Faszination Wissenschaft. Das ist Hessen schafft Wissen, der Podcast mit Erik Lorenz. In der Maghreb-Region, zu der Tunesien, Algerien, Libyen, Marokko und Mauretanien zählen, forschen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu einigen der brennendsten Themen unserer Zeit. Migration, Verteilung von Ressourcen, religiöse Konflikte, Identitätskonflikte. Professor Dr. Rashid Uweiser ist einer von ihnen. Er ist Professor für Politikwissenschaft und Leiter des Fachgebiets Politik des Nahen und Mittleren Ostens am Zentrum für Nah- und Mittelost-Studien an der Philipps-Universität Marburg. Seit Mai 2020 leitet er als einer der beiden Direktoren das neue Marion Center for Advanced Studies in the Maghreb, das wird abgekürzt mit MECAM, in Tunis, das der Maghreb-Forschung eine ganz neue, eine internationale Plattform bietet. Wir unterhalten uns in diesem Gespräch über den Maghreb, über seine Vergangenheit, seine Gegenwart und seine Zukunft mit besonderem Schwerpunkt auf Tunesien und Algerien. Viel Spaß bei unserem Gespräch. Guten Tag, Herr Professor Dr. Uweiser. Herzlich willkommen beim Podcast. Schön, dass Sie mitmachen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich würde gern direkt einmal einsteigen mit einem Thema, einem Projekt, dem Sie seit einiger Zeit viel Aufmerksamkeit widmen und das Sie auch entscheidend mit vorantreiben und koordinieren, nämlich das Merian-Zentrum MECAM. Zunächst einmal ganz grundlegend gefragt, was ist ein Merian-Zentrum und wofür steht MECAM? Wunderbar. Also Merian-Zentrum, das sind die Zentren, die das BMBF, die Bundesrepublik sozusagen, fördert im Ausland. Es handelt sich um Centers for Advanced Studies und da wurden schon 4 gegründet, nämlich der erste war in Indien und danach in Mexiko, in Brasilien und das vorletzte war in Ghana. Und jetzt seit praktisch April letzten Jahres wurde das jüngste Zentrum gegründet in Tunesien. Und das haben wir genannt Merian Center for Advanced Studies in the Maghreb. Das heißt, beschäftigt sich um die unterschiedlichen Fragestellungen im Maghreb. Die Idee der Merian-Zentren ist, dass immer ein deutsches Konsortium, sprich mit immer eine führende Universität und 3 bis 4 andere deutsche Partner, Spitzenforschung in einer Region der Welt, die sich darauf bewerben und mit Partnern vor Ort. Das heißt, wir müssen einen Partner, der sich auch engagiert und mit dieser Idee, von dieser Idee begeistert ist und mitmacht, dass in einem Ort der Welt, wie gesagt, in unserem Fall ist das die Universität Tunis und die Infrastruktur zur Verfügung stellt und die deutschen Partner das Geld sozusagen und Fellows, im Prinzip Forscherinnen und Forscher, die wir dahin einladen mit bestimmten Themen und Deutschen und dieser Partnerregion zusammen forschen zu Themen. Das ist im Prinzip die Umsetzung der Idee Forschen mit statt über. Bis dahin war es immer die Forschung, wir forschen über irgendwelche Regionen der Welt, wir gehen dahin, machen Interviews oder was auch immer und kommen zurück, schreiben wir über diese Menschen. Und das ist im Prinzip veraltet. Wir haben auch Spitzenforschung in dieser Region und das ist, es geht darum, die deutsche Forschung zu internationalisieren, aber auch die Forschung vor Ort sozusagen zu internationalisieren, also eine Zusammenarbeit auf der Forschungsebene. Und soweit ich das einschätzen kann, ist das ja für die Philipps-Universität durchaus auch ein ziemliches Alleinstellungsmerkmal in der Regionalforschung des Nahen und Mittleren Ostens in Deutschland, oder? Richtig. Ich meine, wir haben es mit einer der ältesten Universitäten der Bundesrepublik, die Philipps-Universität, aber dennoch eine kleine Universität. Vor einigen Jahren, nämlich 2006, wurde schon das Zentrum für Nah- und Mittelost-Studien gegründet hier in Hessen. Es gibt auch ein Zentrum für
Osteuropa-Forschung in Gießen und andere Zentren in Hessen. Marburg hat sich spezialisiert auf diesen Nahen Mittleren Osten. Insofern, das ist schon ein Alleinstellungsmerkmal, ein der großen, der größten Forschungszentren, der so viel Forscherinnen und Forscher in einem Ort gemeinsam sozusagen verbindet und forscht zu einer Region. Wir haben eine Breite von Altorientalistik, das sich mit Babylon und Ähnliches beschäftigt, über die Islamwissenschaft, die Iranistik, die Arabistik, die sich mit der Kultur der arabischen Region beschäftigt, hin zu Wirtschaft des Nahen Mittleren Ostens und Politik des Nahen Mittleren Ostens, die Professur, die ich sozusagen verantworte. Und daher jetzt nochmal mit so einem Zentrum, was so eine Universität leitet und führt im Ausland, in der Tat ein großer Gewinn für unsere Universität und für unsere Marburger Forschung insgesamt. Darauf sind wir auch stolz. Und es bringt ja wahrscheinlich auch besonders gute Möglichkeiten mit sich im Bereich internationale Kooperation. Natürlich, das haben Sie auch schon angedeutet, das ist ja eine der Kernideen hinter dem ganzen Konzept, aber eben auch für Austausch, für Auslandserfahrungen, für junge Wissenschaftler, Studierende und so weiter. Und eben genau diese Zielsetzung zu verfolgen, die Sie auch schon angesprochen haben, nicht über etwas zu forschen, sondern mit etwas zu forschen. Richtig, nämlich die Region ist eine spannende Region und die gewinnt zunehmend an Bedeutung, geopolitisch, aber auch gesellschaftlich. Und das ist die sozusagen die Nachbarregion Europas und dementsprechend Deutschlands auch. Und daher diese Möglichkeit in der Tat, die Forschung zu stärken, die Zusammenarbeit zu stärken, ist eine einmalige Gelegenheit, die wir nutzen wollen. Wir haben schon zwar jetzt gerade erst angefangen, aber schon eine Planung für die Zukunft, dass die Marburgerinnen und Marburger Studenten, und zwar in allen Bereichen, nicht nur im Nahostforschung, sondern auch andere Bereiche, nach Tunis gehen und dort forschen. Und dafür ist das Zentrum da, sozusagen als Adresse, als Orientierung. Wir haben einen Koordinator mit seiner Mannschaft vor Ort und die Kontakte mit den tunesischen Universitäten herstellt. Insofern, wir erwarten wirklich, dass es eine rege Austausch in und Mobilität auf allen Ebenen, nämlich professoralen Forscherinnen und Forscher, Doktorandinnen und Doktoranden, Postdoc, aber auch Studierende wirklich hoffentlich nach Corona intensiv stattfindet. Das Hauptthema des MECAM lautet ja Imagining Futures, Dealing with Disparity. Was bedeutet das im Hinblick auf Tunesien? Welche Fragestellungen stehen da im Mittelpunkt der Forschung? Tunesien ist insofern ein Paradies, eine der erfolgreichsten Revolutionen, der sogenannten arabischen Frühling. Wir haben etablierte demokratische Strukturen. Insofern, das Forschen ist in sich leichter als in sehr autoritären Systemen, wie halt in der Region immer noch Realitäten sind. Und die gerade in diesen Transitionsprozess, dieser Wandelprozess, haben wir es plötzlich mit Akteurinnen und Akteuren, die auftauchen auf der politischen Ebene. Und das gilt nicht nur für Tunesien, sondern auch für die Nachbarländer Algerien und Marokko. Libyen auch gerade in einen Bürgerkriegszustand leider. Dass diese Akteure, die in Zeiten von autoritären Systemen gar nicht zur Sprache kommen, da nicht zu Wort kamen. Insofern haben wir mit einer konkurrierende gesellschaftliche Ideen und Projekte für die Zukunft. Wenn Sie sich einfach so vorstellen, welche Zukunft stelle ich mir vor, Sie als Individuum oder als Kollektiv, als Gruppe, diese Zukunftsvorstellung, diese Imagining Future ist in sich ein gesellschaftliches Projekt. Ja, da wünsche ich mir eine Gesellschaft, die demokratisch ist oder wo die Frauen mehr Rechte haben oder wo die Minderheiten mehr Rechte haben. Dennoch sind sie beeinflusst von ihrer aktuellen Lage. Das ist die Haupthypothese, nämlich ob sie gerade in eine
eher mächtige Position sich befinden, so dass sie ein Status quo wollen oder in eine benachteiligte Situation sich befinden, so dass sie einen Kampf führen würden, dass sie eine bessere Zukunft sich vorstellen. Genau aus dieser Disparität, aus dieser Ungleichheiten, die vorhanden sind zwischen Mann und Frau, zwischen den Regionen, zwischen Arm und Reich, zwischen der unterschiedlichen Ethnien und religiöse Gruppen, entstehen letztendlich unterschiedliche Zukunftsvorstellungen. Und darum geht es, einmal diese Vorstellungen zu analysieren, aber ausgehend von der jetzigen Lage, nämlich die Disparitäten, die vorhanden sind. Dafür haben wir 5 große Themen, wo wir das erforschen, ganz konkret, nämlich das Thema Inequality and Mobility, das heißt der soziale Aufstieg. Da kann man auch die Migrationsbewegungen, die ja sehr wichtig für die Region sind. Und das ist dann sozusagen auch, inkludiert dann auch die Folgen der Abwanderung der jungen Generation. Richtig, oder? Richtig. Ja. Also die Chancen, die diese junge Generation haben, wir haben es hier mit den Gesellschaften, die über 60-70% der Gesellschaft junge Menschen sind, gut ausgebildete junge Menschen. Das heißt, welche Chancen sie haben und welche Zukunftsvorstellungen sie haben, das ist zu der Thema, wie gesagt, Ungleichheit und Mobilität. Das zweite Thema ist das Thema Memory and Justice. Das heißt, es gibt nicht einen großen Wandel in eine Gesellschaft, wenn sie sich auch nicht mit deren unmittelbarer Vergangenheit beschäftigen, das heißt Transitional Justice und Geschichtsaufarbeitung und so weiter. Und da sind die Deutschen natürlich Meistern in solche Geschichten, die ja einige Katastrophen in ihren Geschichte erlebt haben und diese Lehren nicht mehr, dass sie als A zu A rüberbringen. Aber wie beschäftigen sich die Tunesier mit der unmittelbaren Unrecht, was da geschehen ist in der Diktaturzeit, und das ist auch ein Thema, was die Gesellschaft da unten bewegt. Das weitere Thema ist, dass die Alltagspraktiken, das kulturelle Verhalten und das ästhetische der Alltagsverhalten. Wir haben Formen von Protesten, die heute nicht mehr so wie die alten sind. Ja, man sagt, wir machen Revolution in Feiern. Ja, dass man protestiert mit Singen, man protestiert mit Graffitis, man protestiert auf der Straße mit völlig neue Formen der Protesten. Und das soll auch sozusagen erforscht werden. Ein weiteres Thema. Also sozusagen, ich fasse es nur noch mal kurz zusammen, damit wir mitkommen. Also das würde ich jetzt interpretieren. Es geht dabei bei diesem dritten Punkt um die künstlerische Darstellung von Erfahrungen, von Ideen für zukünftige Entwicklungen und um die Frage, wie diese künstlerischen Darstellungen politisch aufgeladen sind und wie sie genutzt werden, um sich politisch auszudrücken. Richtig. Wir haben es auch mit einer Region, wo gerade bis kürzlich in einigen Ländern immer noch das Politische sozusagen sich an zu Wort melden, ist gar nicht so einfach. Oft sagt ein Theaterstück, ein Roman viel mehr als die alltagspolitische Reden. Ja, und insofern, das ist die Seite, die Sie gerade beschrieben haben, aber auch das Volk, wie kreativ mit Kunst umgeht, um politische Messages sozusagen an die richtige Adresse zu bringen. Wir haben das in Tahrirplatz in Ägypten 2011 gesehen, dass da Graffitis zum Beispiel eine großartige Rolle gespielt hat. Singen, Pop, Musik und so weiter und unterschiedliche Songs, die politische Messages bringen. Und das soll auch, wie gesagt, Thema sein. Das vierte Thema sind Ressourcen und Sustainability. Das heißt, die Modelle der Entwicklung letztendlich. Wir haben es mit reichen Regionen zu tun, wo eigentlich so viel Potenzial an Energie, Formen von Energien, an sei es die Sonnenenergie, aber auch die Öl und Gas und so weiter, wie man mit diesen Ressourcen in wirkliche bessere Entwicklungsmodelle entwickelt. Und wir bezeichnen sie in der Politikwissenschaft mit Rentierstaaten, Renten. Und das sind Staaten, die davon leben, dass sie ein primäres Produkt exportieren. Saudi-Arabien exportiert Öl,
Und davon entsteht ein bestimmtes Gesellschaftsmodell. Ja, und das wollen wir erforschen. Und zuletzt das Wichtigste in dieser Region. Also es geht bei dem vierten Punkt sozusagen um die Suche nach, Sie haben es gesagt, einem Entwicklungsmodell, und zwar in wirtschaftlicher Hinsicht. Ja, also die Suche nach einem nachhaltigen Wirtschaftsmodell, richtig, oder Wirtschaftssystem. Richtig. Eigentlich. Weil auch wenn der Demokratieprozess im Falle von Tunesien erfolgreich ist, bleiben nämlich die Wirtschaftsfragen nicht gelöst. Die sind noch nicht gelöst und die sind das A und O für eine Konsolidierung der Demokratie, dass die Demokratie dauerhaft bleibt. Wir haben es jetzt mit Fraktionen der Gesellschaft, die Sehnsucht nach dem alten Regime, das passiert oft in neuen Demokratien, wo sie sagen, früher war es doch besser. Letztendlich, Demokratie ersetzt nicht das, was man ist. Ja, insofern, welcher Modelle auch stehen zur Verfügung? Ist das das neoliberale Modell? Ist das Richtung westlicher Modell? Ist das auch, es gibt auch andere Modelle, das chinesische Modell und ähnliche, ne? Und da haben wir auch hier in diesem Fall konkurrierende Modelle. Ähnlich wie im letzten, in der letzten sozusagen Fragestellung, wo wir uns mit Identitäten und Ideologien, und dazu gehören auch die islamische Modelle, was ja auch eine wichtige Rolle in dieser Region spielt, inwiefern solche Ideologien, die Region hat einiges erlebt an Ideologien, den Sozialismus haben sie mitgemacht, den Kapitalismus zum Teil zumindest, und auch der Islamismus, das sind auch konkurrierende Ideen, und auch das wirft ein Licht über die unterschiedliche gesellschaftliche Vorstellungen, die da zur Verfügung stehen. Warum war denn gerade Tunesien, und Sie haben es ja vorhin schon angesprochen, das Geburtsland des arabischen Frühlings? Welche Bedingungen herrschten dort vor, damit diese Entwicklungen ausgerechnet in diesem Land ja so leicht in Anführungszeichen entfesselt werden konnten? Es gibt viele Faktoren, die den Erfolg der tunesischen Revolution erklären. Das kann man immer im Vergleich sozusagen, um einige Faktoren zu identifizieren. Zum einen haben wir es mit einem kleinen Land zu tun. Ein Land, was gerade mal 11 Millionen Einwohner hat, ein Land im Vergleich zu geradezu an Länder wie Ägypten mit seinen 100 Millionen Einwohner. Das ist, glaube ich, die gesellschaftliche Fraktionierung, die gesellschaftlichen Konflikte sind nicht so gravierend. Wir haben es auch mit einem Land, was relativ homogen ist, sei es religiös oder auch ethnisch relativ homogen. Und dann haben wir es mit einem Land, das tatsächlich, obwohl es eine der schlimmsten Diktaturen, Ben Ali war eine der schlimmsten Diktaturen der Region, ähnlich wie Bashar al-Assad heute in Syrien, dennoch ein gewisser Lebensstandard vorhanden war. Man muss sich vorstellen, wir haben es mit einem Land, was seit 1956, der Unabhängigkeit dieses Landes, mit dem damaligen Landesvater Bourguiba eine sehr beschleunigte Modernisierungsmodell verfolgte. Die tunesische Frauen waren sehr früh im Vergleich zu der Frauen der restlichen Länder der Region sozusagen mit relative, sage ich mal, Gesetze, die nicht so, ja, die Frauenförderung im Vordergrund gestellt hat, nicht? Die Polygamie ist zum Beispiel sehr früh abgeschafft worden in Tunesien. Die tunesische Frau würde sehr früh wählen. Und wir haben da dieses Potenzial benutzt zwar für den autoritären System, aber es ist ein wichtiger Akteur geworden in dieser Revolution. Wir haben relative freie Gewerkschaften. Ja, und dass diese Gewerkschaft, die wurden auch belohnt. Wir haben eine positive Rolle in der im arabischen Frühling gespielt, im tunesischen Frühling gespielt, und sie wurden auch mit einem Nobelpreis belohnt, wenn Sie sich erinnern. Und des Weiteren, wir haben es, wie gesagt, obwohl es eine Diktatur war, eine relativ stabile und breite Mittelschicht. Das ist ein, wenn wir vergleichen mit Ägypten, wo mehr als 40% der Gesellschaft unter der Armutsminimum leben, haben wir es tatsächlich mit einer relativ breiten Mittelschicht in Tunesien zu tun. Historisch haben wir es mit einem Land, das sich von der Kolonialfessel sozusagen Besatzung durch Verhandlung befreit hat und nicht etwa mit einem blutigen Befreiungskrieg wie im Falle Algeriens.
Und dadurch haben wir nicht die Rolle des Militärs, das sich historisch legitimiert hat im Falle Ägypten oder Algeriens, wo die Generäle immer noch das. Also das Militär, das Sicherheitsapparat insgesamt in Tunesien hat keine große Rolle in der Politik gespielt, sodass wir immer noch so einen Konflikt zwischen zivilen Akteuren haben. Ich glaube, das sind die Elemente, die wesentlichen Faktoren, die diese erfolgreiche Übergang zur Demokratie ermöglicht hat in Tunesien. Und würden Sie sagen, es war ein gelungener Übergang? Ist Tunesien heute ein durch und durch demokratisches Land? Wie würden Sie das Land heute charakterisieren? Oh, das ist schwierig. Durch und durch ist schwierig. Was ist schon durch und durch demokratisch? Ne? Ja, was ist durch und durch demokratisch? Ich meine, autoritäre Reflexe, gerade bei Verwaltung oder der Justiz gibt's immer noch. Auch das Sicherheitsapparat ist schwer zu erziehen für einen Polizist, der bis dahin seine Gewalt benutzt hat, zu erziehen, dass jetzt das Volk frei ist. Dennoch, wir haben es mit demokratischen Strukturen zu tun. Die demokratischen Strukturen sind etabliert, wackelig aufgrund von, wie gesagt, vor allem wirtschaftlichen Faktoren. Die Disparität zwischen oder die Inegalität oder die Ungleichheit zwischen den Küstenstädten und die Inneren des Landes, wo auch die Revolution begonnen hat, sind immer noch gravierend vorhanden. Aber ich glaube, jeder Tunesier weiß zu schätzen, was er jetzt hat, dass eben nicht grundlos verhaftet werden kann, dass jeder Tunesier seine Regierung kritisieren darf. Und wir erleben es auch, dass die Regierung, die nach 2011 gefolgt sind, immer in der Zwang sich befinden, sich zu argumentieren, sich zu legitimieren, dem Volk zu erklären, was sie gerade tun. Und das ist für mich eine Grundvoraussetzung für Demokratie. Im Vergleich zu den restlichen Ländern der Region ist kaum so ein Modell vorhanden. Insofern glaube ich schon, dass es demokratische Strukturen vorhanden sind in Tunesien. Wann waren Sie das letzte Mal selbst dort? Was bedeutet Ihnen persönlich dieses Land? Oh, wann ich da, ich bin schnell wegen Corona raus und das war genau am 2. März, also fast ein Jahr her. Leider danach sind die Bedingungen der Corona sowohl hier als auch dort nicht so günstig, dass man hingeht. Aber wie gesagt, das Zentrum ist dennoch etabliert und ich habe einen Mitarbeiter, der das dort vor Ort koordiniert. Für mich ist das Land, was Hoffnung macht, dass es doch Demokratie entgegen von allen oder von vielen Meinungen in der Wissenschaft und aber auch im Journalismus und in populistischen Diskurse, dass Demokratien als islamisches Land nicht möglich sind. Das ist sozusagen eine Hoffnung, das Land, dass es doch möglich ist. Und das ist faszinierend, wie man sozusagen vor Ort dieser Wandel in der Gesellschaft live erlebt und diese selbstbewusste Bürger live erlebt. Das ist faszinierend. Erinnern Sie sich an eine Begebenheit oder an eine Begegnung, wo Ihnen dieser Wandel in der Bevölkerung ganz besonders deutlich geworden ist? Das hatte ich Ihnen auch erzählt, auch wenn Sie es mich nicht gefragt hätten, weil es mich tatsächlich fasziniert hat. Ich war im Taxi mit einer Gruppe von deutschen Forscherkolleginnen und Kollegen, und zwar so in der Dämmerung, fast am Abend. Und der Taxi, das ist ein altes Taxi Peugeot, 405 oder so, die alten Peugeots, die immer noch in dieser Gegend herumkutschieren. Und der hat so das Licht des Taxis ist ein starkes Licht. Und vor uns ein gutes Auto, ein Markenauto, gehörte, hat man gesehen, zu irgendjemand, der entweder Geld hat oder in der Verwaltung gut platziert ist. Und der vor uns sozusagen hat immer so gebremst und gemeckert, dass der Taxifahrer ihm eingeblendet hat sozusagen mit dem Licht. Und das Meckern in den zwei Autos, und dann der erste sozusagen kam zu einer
Polizeikontrolle, stieg aus und zeigte seine Karte, seinen Ausweis, dass er ein Mitarbeiter, also sozusagen ein wichtiger Arbeiter oder Eingestellter im Innenministerium. Sie müssen sich vorstellen, Innenministerium in diesen Ländern heißt Geheimdienste. Ja, das früher, wenn man jemand eine Karte des Innenministeriums zeigt, das, dann können Sie damit rechnen, dass Sie mindestens eine Nacht im Gefängnis verbringen werden. Und der Taxifahrer dann wurde gestoppt und angehalten. Und der Typ des Innenministeriums erzählt, ja, der hat mich ständig mit seinem Licht eingeblendet und so weiter. Und der Taxifahrer sagt, Herr Polizist, gucken Sie, das Auto ist alt, das ist das Licht, es ist nicht sozusagen, das ist nur das normale Fahrlicht. Und der andere hat erzählt, ja, ich würde Sie anzeigen und so weiter und so fort. Der andere hat gesagt, wissen Sie was, das alte Regime ist vorbei. Ihre Karte können Sie einstecken. Und zwar, ich habe keine Angst vor Ihnen mehr. Und tschüss. Der Polizist hat die beiden Herren zugehört, ganz aufmerksam, und sagt, okay, mein Herr, tschüss. Ja. Und das ist ein Moment, wo einfacher Bürger, einfacher Taxifahrer keine Angst hatte von einem hochrangigen Innenminister-Mitarbeiter. Das ist schon mal eine hervorragend für uns gewesen. Das zweite ist der Polizist, der gesagt hat, ist mir egal, es liegt kein Vergehen vor. Insofern alle beide gute Nacht für Sie. Das war fantastisch. Ein sehr, sehr schönes Beispiel. Sie haben gerade auch schon die Corona-Pandemie angesprochen, die natürlich Sie in Ihrer Arbeit auch beeinflusst und momentan auch davon abhält, nach Tunesien zurückzukehren und die aber ja bestimmt auch ganz erhebliche Auswirkungen in Tunesien hat auf diese junge und hart erkämpfte Demokratie, aber sicherlich auch im gesamten Maghreb. Können Sie diese Auswirkungen beurteilen? Richtig. Also die Corona, die erste Welle, wie es so schön heißt, wurde gut gemanagt in Tunesien. Die zweite leider nicht mehr. Wir erleben gerade eine Gesellschaft, die unter großer Restriktionen lebt, wo auch, wie gesagt, die Regierung, die so ängstlich ist, harte Maßnahmen zu treffen, weil sie immer auf Abruf stehen. Und eine Gesellschaft, die, wo gesagt, die Wirtschaftskrise hat sie wirklich hart getroffen. Und dann erleben wir eine Vertiefung der Ungleichheiten, die wir erforschen. Ja, in Marburg und in Deutschland, wir haben jetzt das zweite Semester online. Zwar, das ist hart für uns und für die Studierenden. Es geht. Das heißt, es ist möglich, wie wir gerade das Interview mit Ihnen führen, auch die Vorlesungen so zu machen, die Seminare. Jeder Student besitzt ein Laptop, ein Smartphone etc. Das ist nicht möglich in einem Land wie Tunesien oder in Algerien oder in Marokko, sodass große Ungleichheiten geschaffen werden, dass nur diejenigen Schichten der Gesellschaft, die sich auch sowas erlauben, davon mal abgesehen, dass kein stabiles Internet im Lande vorhanden und so weiter und so fort. Also in der Forschung und Lehre schon gravierende Einschnitte stattgefunden haben. Wie gesagt, davon mal abgesehen, dass insgesamt die wirtschaftliche Situation nicht rosig ist und hat wirklich Auswirkungen auf die Stabilität der Demokratie. In Algerien, weil Sie mich für die Region auch gefragt haben, haben wir es mit einem autoritären Regime. Wir haben seit 2019 massive Proteste gegen das herrschende Regime. Und aufgrund von Corona, wir hatten zum Teil bis 20 Millionen auf der Straße jeden Freitag, aufgrund von Corona wurden diese Proteste gestoppt. Und das war die Gelegenheit für das Regime, die Oppositionelle zu verhaften, schamlos zu verhaften, Repression einzusetzen. Jetzt heute, 22., das war das zweite Jahrestag dieser Hirak-Bewegung, dieser Protestbewegung. Also wenn Sie sagen heute, nur für unsere Hörerinnen und Hörer, 22. Februar 21. 22. Februar 21 haben heute die Bewegung wieder gestartet und heute wieder Tausende von Menschen in Algier protestieren gegen dieses Regime, das, wie gesagt, die Corona-Situation benutzt hat, um sich zu festigen, um Oppositionelle zu verhaften. Und insofern sind zwei Auswirkungen
einmal die wirtschaftliche Situation, einmal die Regime, die autoritär weiter sowieso sind, haben das ausgenutzt, um gegen demokratische Oppositionsgruppen hart ranzugehen. Algerien ist ja sowieso ein weiteres Land, mit dem Sie sich viel auseinandergesetzt haben und das auch immer noch tun und in dem Sie auch sogar geboren wurden. Und Sie haben gerade schon das Jahr 2019 angesprochen. Das war ja auch ein Jahr, in dem Algerien durchaus auch in Europa medial sehr stark präsent war, soweit ich mich erinnere. Erinnern Sie uns doch gern noch einmal kurz daran, was dort sich in diesem Jahr ereignet hat. Also ja, gerne. Und zwar in Algerien haben wir es mit erstmal ein Land, was im Unterschied zu anderen Ländern ein hart erkämpftes und blutiger Befreiungskrieg hatte. Von 54 bis 52 und 62 ein Befreiungskrieg gegen französischen Kolonialismus, einen der längsten Kolonialismen der Welt, von 1832 bis 1962, 132 Jahre Kolonialismus. Das ist schon ein Teil der Geschichte, der heutige Aktualität in Algerien beeinflusst stark. Und dann haben wir einen der schlimmsten Terrorismen auch erlebt, indem wir in den 90er Jahren einen Bürgerkrieg ähnlicher Zustand erlebt haben von islamistischen Kräften und das Militär, die sich die Macht bestritten haben, und zwar bewaffnet. Dieser Konflikt hat insgesamt 10 Jahre lang gedauert und hat 200.000 Algerier das Leben gekostet. Insofern, das sind schon zwei Elemente, die wichtig sind, um ein bisschen die heutige Lage zu verstehen. Dann hatten wir einen Präsident Bouteflika, der 20 Jahre lang an der Macht war und obwohl er praktisch klinisch tot war und nicht in der Lage ist zu herrschen, herrscht nur so durch seine Familie, hat sich zu fünfte Mandat in 2019 aufgestellt. Und das war sozusagen der letzte Tropfen, was für die Algerier die Gelegenheit war, um zu protestieren. Also er wollte wieder kandidieren, wollte eine weitere Legislaturperiode Präsident zu bleiben. Nach 20 Jahren wollte er kandidieren, obwohl er, wie gesagt, sozusagen nur in der Klinik seine Zeit verbracht hat in der Schweiz, trotzdem sich zu Präsidentschaftskandidatur bereitgestellt hat. Insofern kamen dann genau am 22. Februar 2019 Millionen von Algerier auf die Straße. Und dann protestieren sie Freitag für Freitag, jeden Freitag mehr als 20 Millionen auf der Straße und haben es tatsächlich geschafft, diese fünfte Mandat des Präsidenten zu verhindern. Und aber forderten sie einen radikalen Wandel des Regimes und akzeptieren die gesamte politische Klasse nicht mehr. Und es hat dazu geführt, dass trotzdem das Regime dieser radikale Machtwechsel nicht akzeptiert und einen Präsidenten quasi ernannt mit einer Wahl, was nicht von Algerien angenommen wurde. Eine neue Verfassung, die nur mit 23% der Algerier angenommen wurde. Also im Prinzip noch illegitime Institutionen. Und da kam Corona dazwischen. Der Präsident übrigens auch schwer krank von Corona, hat mehr als 3 Monate in Deutschland in der Charité verbracht. Im Prinzip hatten wir ein Land in einer völligen Panne erlebt, die Institutionen nicht funktionierender und nicht legitime Institutionen. Insofern war es zu erwarten, dass irgendwann diese Bewegung wieder losgeht und trotz der Corona-Pause ab heute, wie gesagt, Erinnerung und an diese Startdatum 22. Februar starten wieder die Proteste mit dem Ziel, das Regime radikal zu verändern und sozusagen für Demokratie sich einzusetzen. Haben Sie den Eindruck, dass diese Entwicklung in der westlichen, in der europäischen, in der deutschen Berichterstattung genügend Aufmerksamkeit erfahren? Leider gar nicht. Und das ist ärgerlich für die Algerier, weil wir haben zum ersten Mal eine Bewegung, die nicht nur vergleichend mit dem arabischen Frühling 2011, wo zum ersten Mal die Diaspora, sprich die Algerier im Ausland, aktiv beteiligt sind. Wir haben jeden Sonntag
einen sogenannten Hirak, die Bewegung wird als Hirak bezeichnet, was ja auf Arabisch Bewegung heißt. In Berlin demonstrieren seit 2019 Sonntag für Sonntag Algerier am Brandenburger Tor. Gestern auch. Ja. Und in Frankreich sowieso, in Kanada, in USA, in Belgien. Dennoch glauben wir, dass zu wenig Aufmerksamkeit für diese Bewegung, für diese demokratische, nicht islamistische, wie die Ängste immer behaupten, die Ängstliche immer das behaupten, demokratische Bewegung. Wir haben den Eindruck, die Algerier haben den Eindruck, die Europäer messen immer mit zweier Maß. Die Protestbewegung in Weißrussland werden mit Sanktionen gegen das Regime etc. etc. in Hongkong das Gleiche, aber nicht in Algerien. Mit einem Volk, wie gesagt, bis zu am 8. März 2019, 23 laut Reuters, 23 Millionen Algerier auf der Straße. Das ist nicht normal, dass dafür nicht ein Wort aus den europäischen Regierungen kommt. Selbst wenn das Europäische Parlament mutig war und eine Resolution beschlossen hat, die wird noch lange nicht von europäischen Parlamenten, nationalen Parlamenten unterstützt. Und hier erscheint die Algerien ist immer noch, das ist die Analyse aus den algerischen Volk selbst oder was die Algerier selbst denken, dass Frankreich immer noch großen Einfluss auf die europäische Meinung hat und Frankreich ist noch nicht bereit für großer Wandel in diesem größten Land Afrikas inzwischen mit einer großen Armee. Okay. Man merkt ja, Sie sprechen über diese Themen mit sehr viel Leidenschaft, auch durchaus meinungsstark. Sie haben zum Beispiel auch über Algerien in einem Interview mal gesagt, das Regime stinke vor Korruption. Wie ist Ihr Selbstverständnis als Wissenschaftler und als wissenschaftlicher Beobachter? Bemühen Sie sich trotzdem in gewisser Weise um einen distanzierten, wissenschaftlich neutralen und nüchternen Blick und die entsprechenden Analysen? Oder beobachten Sie die Entwicklungen bewusst und auch explizit emotionaler und meinungsstärker und scheuen sich dementsprechend auch nicht davor, Partei zu ergreifen? Das ist jetzt, ich hoffe, emotional, wahrscheinlich kommt das so einfach raus, aber die Beobachtung und die Analyse ist durchaus mit wissenschaftlichen Instrumenten. Das Hauptargument, wir haben es mit einem Staat zu tun, das einen der reichsten Staaten der Region, einen der wichtigsten Ölexporteure zu tun, einen der wichtigsten auch Förderer der Energien für Europas. Und ab dem Moment, wo wir eine Clique haben, eine Mischung zwischen politischer und militärischer Clique haben, die seit 62, die seit der Unabhängigkeit dieses Landes, diese Geld in der Hand haben, kontrollieren, ist das schwer, so ein Land zu demokratisieren. Ja, weil es erstickt jegliche gesellschaftliche Versuche, eine Veränderung zu bringen. Sicherlich ist das emotional, wenn man aus diesem Land kommt und weiß, was Diktatur heißt. Aber ich glaube, wie die Kollegin eben Bersel meint, wenn wir über Demokratie reden, können wir... Die vor einigen Wochen bei uns zu Gast war, die Frau Bersel, vor einigen Wochen hier geredet hat. Da können wir klar versuchen, nicht emotional über Diktaturen zu reden. Aber wenn man das selbst erlebt und die Familie auch jeden Tag erlebt, Freunde und so weiter, dann ist klar, auch gleichzeitig Wissenschaft als Instrument, um diesen Wandel herbeizuführen oder dieser Bewegung zu helfen, die für Demokratie steht. Ansonsten kann man gerne auch neutral sein und Diktatur beschreiben, ganz neutral und dafür auch keine Meinung geben. Und ich glaube, wenn ich ein engagierter Wissenschaftler bin, engaged sozusagen, da habe ich kein Problem damit. Es gibt ja auch die Kategorie Engaged Journalism und auch das bedeutet ja nicht, dass die Journalisten sich davon verabschieden, möglichst objektiv zu beurteilen. Richtig. Aber sie versuchen sozusagen die Analyse zu einer Botschaft verschmelzen zu lassen, die daraus folgt. Richtig. Ja. Sie haben 2021, also ganz aktuell, einen Beitrag verfasst mit dem Titel Algeria,
Between Transformation and Reconfiguration. Würden Sie diesen Titel einmal erläutern? Worin genau besteht heute die Transformation in Algerien? Einiges haben Sie ja schon gesagt. Genau. Was beschreibt da dieser Begriff der Reconfiguration? Reconfiguration, ich meine, in der Demokratieforschung, in der Transformationsforschung und Transitionsforschung haben wir so viele Begriffe im Prinzip, die politische Prozesse zu beschreiben versuchen. Wir Politikwissenschaftler sind ja sehr innovativ in der Erfindung von Begriffen, die manchmal schwer zu versuchen, Realitäten zu beschreiben, die auch sehr unterschiedlich sind. Wenn wir von Transition in Lateinamerika reden oder von Osteuropa oder von der MENA-Region, halt der Nahosten und Nordafrika, dann doch treffen wir immer auf Realitäten, die immer sich unterscheiden halt. Und deswegen diese Vielfalt an Begrifflichkeitsapparate, die versuchen, Realitäten zu werden. Der Begriff Transition ist besetzt dadurch, dass eben dieser Übergang von Zustand A zu B, sprich von autoritären Regime zu Demokratie. Das klingt aber sehr automatisch. Also als ob es so einfach ginge und als ob Demokratie nur zwischen gestern und heute wirklich unterscheidbar ist. Und wir vergessen oft, dass es auch mit Strukturen, die Strukturen, die viel länger brauchen, erzogen zu werden oder umgewandelt zu werden. Die Französische Revolution ist nicht am 15. Juli 1789 gleich verändert worden. Das hat tatsächlich 200 Jahre gebraucht, und wirklich von Demokratie zu sprechen. Insofern, aber dieser Transitionsprozess ist auch in meinen Augen ein falscher Begriff. Insofern, wenn wir die Transition in der Biologie betrachten, eine Tomate ist grün, wenn sie zur Sonne steht, kann sie irgendwann rot werden. Sie kann gerne halb, wenn sie sich pflücken dazwischen, bevor sie, da kann sie ganz halb bleiben. Ja, aber eigentlich, sie kann nie wieder richtig grün werden. Also es ist nicht ein nicht umkehrbarer Prozess letztendlich. Mhm. Aber der Begriff Rekonfiguration stammt ein bisschen aus der Soziologie von Figuration. Das heißt, wir haben es mit einem Zustand, was dazwischen ist, zwischen Demokratie und autoritären System. In diesem Zustand, wo Akteure, die sich repositionieren, oft repositionieren sich, um alles vorzutäuschen, dass es sich was ändert. Letztendlich, um das alte System aufrechtzuerhalten. Die Franzosen sagen so schön, tout changer pour que rien ne change. Alles ändern, damit sich nichts ändert. Und genau das ist die Situation, die wir erleben in so autoritären Systeme wie in Algerien, aber auch in Syrien und in vielen anderen Ländern, dass man sozusagen einiges ändert, um vorzutäuschen, dass sich was ändert, letztendlich nur das Alte aufrechtzuerhalten. Und das begreifen wir als Rekonfigurieren. Also das System wird rekonfiguriert, um letztendlich so zu bleiben, wie es ist. Ja, mal ein bisschen mehr Freiheiten zulassen, mal ein bisschen paar Rechte zulassen, mal ein bisschen paar Medienfreiheiten sichern und so weiter. Letztendlich geht es darum, um die Macht aufrechtzuerhalten für die alte Clique, die immer noch da ist. Wie kann, wie wird es weitergehen in Algerien? Oh, das ist schwierig. Ich glaube, wenn diese Bewegung so weiterhin sozusagen der Protest aufrechterhält, und ich glaube, es hat sich soziologisch in der Bewegung was verändert, nämlich im Jahr 2019, also vor Corona, hatten wir es mit einer protestierenden Schicht der Gesellschaft zu tun, die relativ politisiert ist und die eigentlich keine eher politische Forderungen hatten und nicht wirtschaftliche. Weil, wie gesagt, wir haben es mit einem reichen Land zu tun. Insofern, die Forderungen waren rein politisch. Jetzt die Corona-Zeit, ein Jahr lang, und die Ölpreise, wie gesagt, das Land lebt zu 90% von Ölexport. Die Ölpreise sind gerade sehr niedrig. Und die Corona hat auch große wirtschaftliche Probleme hinterlassen oder verursacht. Das heißt, wir haben
Tausende, Abertausende von Familien, die gerade in die Armut, in die Prekarität sozusagen unter der Armut leiden, die eher als Mittelschicht zu bezeichnen waren. Insofern zu dieser politisierte Mittelschicht, die wir in 2019 hatten, kommt, glaube ich, jetzt eine weitere Forderung, nämlich soziale Gerechtigkeit und wirtschaftliche Prosperität und wirtschaftliche einfach Probleme. Insofern glaube ich jetzt, die protestierende Bewegung wird nicht nur bestehen aus der alten protestierende Schichten, sondern auch die marginalisierten Schichten der Gesellschaft. Dadurch glaube ich, dass wir eine noch schlagkräftige Bewegung erleben werden ab heute. Und das kann dazu führen, dass das Regime tatsächlich einlenkt. Das Regime kann nur einlenken, wenn das Militär einlenkt. Wir haben ein formelles Regime und ein informelles. Informelles, sprich die Generäle. Die sind diejenigen, die tatsächlich die Machtinhaber in diesem Land sind. Und wenn es dazu, dass der Macht, der Schlagkraft der Straße die Generäle zum Einlenken bringt, hoffe ich, das ist ein Hoffnungsschema natürlich, dass zu einem Konsens kommt, nicht zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung, weil da legitimiert das Volk das Regime militärisch anzugreifen und hat das Volk verloren. Wenn es aber so friedfertig bleibt, wie es war, dann könnte es zu einer schrittweise Transition führen. Das erfolgreichste Modell in jüngster Zeit ist der Sudan. Im Sudan hat sich das Volk mit dem Militär geeinigt auf eine Transitions-Roadmap, nämlich dass in den nächsten 3 Jahren schrittweise das Militär sich von der Politik zurückzieht. Mit einigen Konditionen, dass man sichert, dass man sie nicht in Gefängnissen bringt, dass man deren Privilegien im Sinne von Einkommen und Ähnlichem aufrechterhält. Das ist ja alles okay, das ist alles Verhandlungssache und Land für Land möglich. Aber das ist auch möglich in Algerien, weil das Militär einlenkt, dass sie sich so eine Richtung Demokratie, Richtung Transition geht und dafür das Militär einiges verspricht, sozusagen. Und das ist das Hoffnungsschemata. Wie gesagt, das andere ist, dass wenn es zu gewalttätigen Eskalationen kommt, da legitimiert man den Einsatz der Gewalt auf der anderen Seite. Und das ist nicht so positiv dann. Nochmal ein kleiner Themensprung sozusagen in die europäische Perspektive hinein. Hat Europa eigentlich nach Ihrem Dafürhalten so etwas wie eine Maghreb-Strategie? Das ist genau nicht vorhanden. Deswegen glaube ich, dass wir mit diesem MECAM-Zentrum ein bisschen mehr Aufmerksamkeit schaffen, zumindest für die deutsche Politik. Und das ist ein hervorragendes Projekt, was auch das Ziel hat, nicht nur das wissenschaftlich zu erarbeiten, was eine gute, spannende Fragestellungen aus der südlichen Ufer des Mittelmeers kommen, sondern auch politisch, dass diese Region wichtig ist für die europäischen Politik wert. Warum übersehen wir diese Wichtigkeit so oft? Das hat historischen Gründen. Man muss sich vorstellen, diese Region, der Maghreb, war, wie gesagt, eine französische Kolonie. Es gab immer eine Art geografische Arbeitsteilung zwischen Deutschland und Frankreich. Das sind die zwei Motoren der Europäischen Union. Man darf sich nicht, ich meine, das ist die Realität. Die Deutschen haben sich mit Osteuropa beschäftigt. Die Erweiterung, und das sind sozusagen die unmittelbare Nachbarschaft Deutschlands. Und der Maghreb war immer eine privilegierte Zone der französischen Politik. Die France-Afrique-Politik ist ja bekannt, auch sehr klientelistisch. Daher, selbst Tunesien, die Deutschen sind wirtschaftlich und auch wissenschaftlich präsent, erst als die Franzosen sich völlig blamiert haben. Man muss sich vorstellen, als die tunesischen Protesten angefangen haben, hat der damalige französische Präsident angeboten, Gendarmerie und Waffen an das Präsidenten Tunesiens zu geben, zu Hilfe, um die Protestierenden repressiv
sozusagen zu entgegnen. Und das ist natürlich die letzte Panne der französischen Politik. Insofern, das blieb weiterhin unter der Fettichen der französischen Politik. Und ich glaube, aber das sind wir gut geraten als deutscher Politiker, als dass, wie gesagt, die Region bietet nicht nur spannende Fragestellungen für die Wissenschaft, sondern auch geopolitisch. Das ist letztendlich für die Migrationspolitik sehr wichtig, letztendlich für die Stabilität der Region sehr wichtig und auch für die diese Region muss, darf nicht als Verlierer der Globalisierung dastehen, denn es kann nur negative Auswirkungen auf die Europäische Union haben. Und es sollte langsam Thema der europäischen Außenpolitik und nicht nur der französischen. Und da kann man nur die deutsche Politik ermutigen, sich stärker mit der Region zu beschäftigen. Sie unterrichten all das und noch mehr. Wir haben es schon angesprochen, Sie unterrichten das in Marburg. In welchen Studiengängen bzw. Kursen kann man Sie denn dort als Professor erleben? Man kann mich erleben in dem Studiengang, mein Lehrstuhl oder meine Professur ist sozusagen bedient sowohl Studiengänge des Zentrums, wo ich tätig bin, Zentrum für Nah- und Mittlere Studien. Da kann man im Bachelorstudiengang, das heißt Nah- und Mittlere Studien, oder in den Masterstudiengängen des Zentrums, zum Beispiel in Politik und Wirtschaft des Nahen und Mittleren Ostens oder im Masterstudiengang Politik und Kultur der arabischen Welt, aber auch in Studiengängen der Politikwissenschaft. Das ist das Institut, wo ich akademisch hingehöre, nämlich im Bachelor- und Masterstudiengänge des Instituts für Politikwissenschaft. Wir wagen mal noch einen kleinen Blick zurück. Wann und wie und weshalb haben Sie denn selbst begonnen, sich damals für Politikwissenschaften zu begeistern? Ich habe nach dem Abitur in Algerien, ja, das war 89, das war die Zeit, wo der sogenannte algerische Frühling begann. Das war die Zeit, wo auch Massenproteste, ähnlich was wir in 2011, also ein paar Jahre später in der arabischen Welt erlebt haben, Massen auf die Straße gingen und protestiert haben für Demokratie. Und das war die Zeit der Öffnung, demokratische Öffnung in Algerien, was ja dazu geführt hat, dass islamistische, auch radikale islamistische Parteien erlaubt waren. In der ersten demokratischen Wahlen haben diese Islamisten genau die Mehrheit im Parlament geschafft. Und das hat zu dieser Konfrontation, was ich vorhin erwähnt habe, zwischen Militär und Islamisten. Damals war ich nach dem Abitur Student in der Medizin. Ich wollte eigentlich Arzt werden. Ah ja. Und das war nicht einfach, einen Studienplatz in Medizin zu erhalten. Nach dem Abitur müsste man trotzdem eine Prüfung ablegen, dennoch geschafft und träumte schon, Arzt zu werden. Die Zeit aber, der Anfang der 90er Jahre, wie gesagt, ein Bürgerkrieg hat angefangen. Junge Leute werden schamlos eingezogen, einen Dienst zu leisten. Und dann hat man festgestellt, das Land, das ist meine Überlegung damals, dieses Land braucht eigentlich kein Ärzte, sondern eher ordentliche Sozialwissenschaftler, die sich mit den Problemen des Landes beschäftigen. Man muss sich vorstellen, in diese Länder sind Sozialwissenschaften, Philosophien und so weiter nicht so sehr gesehene Studienrichtungen. Alles, was mit Geist und Sozialwissenschaften ist, nicht gerne gesehen. Lieber sind Ärzte und Ingenieure gesehen, weil man gedacht hat, nur mit Ingenieure kann man die Überwindung der Unterentwicklung schaffen, sprich die moderne Strukturen schaffen. Letztendlich kann man das, aber für Demokratie, von solcher kontroverse Debatten für Rechten, Menschenrechte, Frauenrechte, was weiß ich, braucht man doch Sozialwissenschaftler. Insofern bin ich geflohen, wie viele. Und da ich die Gelegenheit hatte, nach Deutschland zu kommen, da war ich gleich von Algerien nach Halle in der Saale 93 und begann erstmal die Sprache zu lernen, was ja auch nicht so einfach ist für jemand, der frankophon ist und arabophon ist. Und dann habe ich nach diesem ein Jahr sozusagen Sprache lernen mich erstmal aus
wirtschaftlichen Gründen konnte ich mir nicht leisten, sich in Medizin einzuschreiben, weil es fordert viel Zeit und viel Geld. Da müsste man nebenbei arbeiten. Ich habe kein Recht auf Stipendium oder Ähnliches oder BAföG. Insofern habe ich mich in sein Politikwissenschaftsstudium eingeschrieben. Und das ging relativ schnell, dass es geklappt hat und auch doch ein Stipendium, Leistungsstipendium erhalten habe und in diese Richtung promoviert habe. Und dann beschäftigte man sich, da haben Sie schon recht, mit einem Thema, was wissenschaftlich interessant ist und gleichzeitig emotional wichtig ist. Da fragt man sich tagtäglich, warum klappt es in so einer Gesellschaft wie die deutsche, die man nicht per se als demokratisch bezeichnen kann. Wir wissen ja, wir kennen die deutsche Geschichte. Hat es doch geklappt, demokratische Strukturen und demokratische Menschen zu schaffen und nicht so in ein Land wie Algerien oder in der Region? Das sind so Fragen, wenn man vergleicht, kommt man schon zu spannenden Fragen. Und in der Richtung habe ich dann promoviert. Ja, 16 Jahre später wurde ich in Marburg, habe ich eine Professur sozusagen erhalten in Marburg. Ja. Und zwar an einer Universität, an der und in der, und das habe ich zumindest so gelesen, schon seit 125 Jahren nahostbezogene Fächer etabliert sind und an der Sie dann damit eine passende Heimat für Ihre Forschung gefunden haben. Richtig. Ja. Ich würde sehr gern zum Abschluss mit Ihrem Einverständnis zu einer Rubrik kommen, die haben wir in jeder Folge. Sie haben ja vorhin erwähnt, Sie haben schon die Episode mit Professor Ursula Bürsel gehört. Dann wissen Sie, was Sie erwartet, nämlich die Halbsätze. Das würde bedeuten, ich würde Ihnen jeweils einen kleinen Halbsatz anbieten und wir schauen mal, was Ihnen dazu in den Sinn kommt, ob Ihnen dazu was in den Sinn kommt, wie Sie den beenden können. Kann auch von mir aus gern etwas ausführlicher sein als ein Halbsatz, je nachdem, wie Sie mögen. Okay. Zu meinen Vorbildern in der Politikwissenschaft gehört? Zu meinen Vorbildern in der Politikwissenschaft gehört mein Doktorvater Hartmut Ilsenhans in Leipzig. Der hat es tatsächlich geschafft, was ich glaube für die Politikwissenschaftler nicht so einfach ist, nämlich zu verbinden zwischen politische und ökonomische Strukturen, um zu verstehen, warum Demokratien oder Nichtdemokratien entstehen. Und gerade dieser Vergleich zu Kapitalismusforschung in Europa und die damit verbundene Entstehung von Demokratien und da im Gegensatz zu unserer Region, die ja wie gesagt rentenbezogene Gesellschaften sind, fand ich immer spannend und das verkörpert die Forschung von Hartmut Ilsenhans. Eine prägende Erfahrung in meiner Karriere war für mich? Das ist keine einfache Frage. Also in meiner Karriere, das sind schon viele, viele wunderbare Sachen, die da passiert sind. Aber ich denke, der Lernprozess, gerade im Zentrum für Nah- und Mittelstudien, wo ich gezwungen bin, mit Literaturwissenschaftlern zu arbeiten und andere, gerade Marburg, bietet wirklich die Möglichkeit, so mit völliger andere Fachrichtungen zusammenzuarbeiten und zu neue Fragestellungen zu kommen. Das Ergebnis ist tatsächlich das Zentrum. Ich glaube, das ist wirklich ein Gipfel der Erfahrung. Jetzt bin ich gezwungen, ein bisschen Politik zu machen, ein Zentrum zu schaffen. In einem Land muss man auch politisch agieren, aber gleichzeitig wissenschaftlich bleiben. Und das ist faszinierend. Sicherzustellen, dass das, was ich wissenschaftlich tue, auch außerhalb der akademischen Welt ankommt? Das ist das A und O. Das ist das A und O. Ich glaube, es macht keinen Sinn, wenn wir Universitäten haben, die völlig von der gesellschaftlichen Realitäten abgekoppelt sind. Ich glaube, gerade für Sozial- und Geisteswissenschaften ist diese Anbindung an gesellschaftliche Realitäten wichtig. Ja, und genauso wie wir Forschung über Rassismus machen, Antisemitismus, die ja auch letztendlich gesellschaftliche Veräußerungen sind, müssen wir auch über Diktatur und Ähnlichem. Und ich glaube, man muss auch Ergebnisse der Wissenschaft so artikulieren, dass ein einfache Bevölkerung, damit sie auch wissen, warum sie uns bezahlen. Letztendlich sind wir durch Steuergelder bezahlt, aber auch die Politik verstehen, was wir gerade machen, ist wichtig, ja. Meinen Studierenden gebe ich häufig den Rat? Meinen Studierenden gebe ich häufig den Rat, die Perspektiven zu wechseln. Die Perspektiven zu wechseln und
und sich nicht entlang von engen Schematas die Welt zu erklären versuchen. Aber sie sollen dennoch die Welt immer wieder versuchen zu erklären. Nicht kleinlich denken, sondern in großen Zeitspannen sozusagen, in große Zeitperspektiven. Das ist, was ich meinen Studenten immer sage. Und ich würde sagen, Sie haben uns heute in dieser Episode dabei geholfen, ein Stück Welt uns zu erklären und sie uns in der Tat auch erklärt. Und ich danke Ihnen herzlich dafür, dass Sie sich die Zeit dafür genommen haben. Es war für mich ein wirklich interessantes Gespräch. Vielen, vielen Dank dafür. Vielen, vielen Dank. Und ja, es hat auch Spaß gemacht. Dankeschön. Danke, tschüss. Tschüss. Hessen schafft Wissen, der Podcast.